Oh, bist du ganz alleine? Der hatte keine Chance. Wo kommen die denn jetzt? Boah, eine richtige Armee. Hilfe! Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Splatoon 3 hier auf Katze. Weiter geht die Reise. Wir entfernen wieder Fell. Böses, böses Fell, welches sich hier auf diesem Planeten befindet. Und schicken uns selbst gleich in die nächste Mission. Lauf ins Leere. Okay. Stelle deinen Orientierungssinn unter Beweis und finde den Weg zum Ziel. Okay, ich bin bereit. Splatten geht weiter. Splat, splat, splatten. Finde durch das Labyrinth und erreiche das Ziel. Ah, sowas ist cool. Okay. Kennt ihr den ultimativen Labyrinth-Trick? Den habe ich euch bestimmt schon mal erzählt. Den erzähle ich aber nicht sehr oft in meinen Videos. Wenn ihr zum Beispiel in einem Maislabyrinth seid und einfach nicht rausfindet, gibt es einen guten Trick, wie es immer funktioniert. Ihr müsst einfach immer nach links gehen oder immer nach rechts und nicht zwischendrin mal wechseln. So kommen wir früher oder später immer raus. Merkt euch das. Das ist der beste Trick. So, okay, okay. Das ging gerade nochmal gut. Und ich habe ein bisschen geschummelt, weil ich ja einfach über die Mauer geschaut habe. So. Ja, okay, mit meinem Curling kann ich nicht viel anfangen. Ich muss da, glaube ich, ganz normal meine Farbe versprühen. Und hier gibt es Fischeier, aber wie komme ich da hin? Gibt es hier irgendeinen Mechanismus? Weil ich meine, ich kann ja nicht als, als Oktopus darüber. Also in der Schwimmform. Weil die Farbe ja an Glas nicht haften bleibt. Lediglich an, ja, an normalen Wänden. Was das jetzt für ein Material ist, weiß ich nicht. Ich sag jetzt mal, normale Steinwände. Weil es gibt ja auch anderes Material, was wir hier schon in Splatoon kennengelernt haben. Ich glaube eher so diese... Hier vorne, da wo die, wo der Bösewicht steht, diese metallene Objekte. Auf diesen metallenen Objekten kann ich auch keine Farbe versprühen. Zumindest bleibt da nichts haften. Na toll, na gut. Ich glaube, dann lassen wir diese Fischeier erst einmal in Ruhe. Und gucken mal, ob wir stattdessen einen anderen Weg finden. So, da sind Gegner. Oh, es sind noch viele Gegner. So, der ist ziemlich weit weg, aber erwische ich. Super. Dann hole ich mir noch die Kiste und besuche meinen Kumpel da drüben gleich. Was haben wir denn hier noch Schönes? Oh, ist hier der Ausgang? Was machst du denn da? Na, du hast mich jetzt überrascht. So, Achtung, Achtung, Achtung. Nein! Das ging ja voll daneben. Und jetzt volle Kraft voraus. Ja, wir haben es gemeistert. So, da vorne können wir unser Abenteuer fortsetzen. Hey, du da! Du da drüben! Der ist viel zu weit weg. Okay, dann lassen wir ihn einfach in Ruhe. Was haben wir hier Schönes? Ah, irgendein komischer Kasten, aber... Oh ja, hier komme ich hoch. Okay. Ah, Moment, ich muss meinen Turbo-Start nutzen und wir haben einen Schalter gefunden. Ha? Das ganze Labyrinth bewegt sich. Boah, Nummer 1, du hast recht. Und so komme ich bestimmt zu den Fischeiern. Zu den Konserven. So, ha, überrascht. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich natürlich vorher erst alles blau angemalt. Dann wäre das Zurücklaufen oder Zurückschwimmen in dem Fall durch das Labyrinth natürlich um einiges einfacher. So, dann nach links. Peng, 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 peng. Und nach oben mit uns. Ah, immer schön festhalten. Eieieiei. So, das waren einmal die Fischeier. 25 an der Zahl. Echt eine Menge. Und die anderen waren doch gegenüber. Das heißt, ich laufe hier einmal quer durch. Ja, hier bewegen sich wieder diese Glastüren. Aber okay. Ja, da vorne sehe ich es schon. So, Moment. Zack, rüberspringen und geschafft. Jetzt muss ich nur noch einen Weg nach draußen finden und dazu, ja, schwimme ich nach oben, ist ja klar. So, hier alles blau einfärben und nach oben, schön festhalten. Wunderbar. Da ist, glaube ich, nichts mehr.
Dann soll ich da runter? Ich glaube schon, oder? Irgendwo muss ich ja. Ah, da oben ist der Ausgang. Ich sehe Licht. Ich sehe Licht. Da kommen wir aus dem Labyrinth wieder raus. Und auf den Turbostreifen. Da ist das Ziel. Gut geschwommen und geklommen. Dankeschön, Nummer 1. Lauf ins Leere. Leicht gemacht. Ja, weiß nicht, super schwer, aber ganz einfach jetzt auch nicht. Also man muss da schon geübt sein in Splatoon 3. Damit meine ich einfach, dass man die Steuerung einigermaßen drauf hat und zum Beispiel relativ einfach die Wände hochschwimmen kann. So, gerade seitliches Hochschwimmen finde ich gar nicht so einfach zu steuern. Oh, Anchovium! Nehmen wir gerne mit. Das ermöglicht uns bald wieder ein Upgrade. So, hier haben wir auch noch... nicht getroffen. Edgy Badge, nicht getroffen. Jetzt aber... Ah! Ihr müsst wissen, man kann die Steuerung umschalten. Habe ich ja in der ersten Folge auch gemacht. Aber diese Handheld-Steuerung, diese Bewegungssteuerung, kann sich durchaus lohnen, weil man dann viel besser zielen kann. Vielleicht werde ich sie hier und da mal wieder einschalten. Aber ich habe so das Gefühl, wenn ich sie ausgeschaltet habe, dann wackelt auch das Bild nicht so stark für euch. So, wenn man jetzt selbst spielt, ist es ja was anderes, als wenn man das Video anschaut. Aber ja, je nachdem, welche Aufgabe es ist, wenn ich wirklich sehr präzise schießen muss, zum Beispiel auf Zielscheiben oder ähnliches, dann werde ich bestimmt mal auf die Bewegungssteuerung tauschen. So, okay. Da ist, glaube ich, erstmal nichts. Dann haben wir hier noch was Schönes, wenn ich den treffe. Minus 300. Und zack. Verschwunden. Ein Upgrade-Punkt. Was haben wir denn hier? Hier ist auch nichts. Aber hier sind wieder die Ballons. Ja, das Schöne an den Ballons ist, es gibt da ja irgendwas zu entdecken. Vielleicht kriegt man ein Anchovium. Ich weiß nicht, habe ich ja noch nie gemacht. Aber mein Problem ist immer, dass ich die Luftballons nie komplett zerstören kann, weil immer wieder Fell im Weg ist. Ich müsste also in einem Sektor, wie hier zum Beispiel, erstmal alles entfernen, um mich dann am Ende um die ganzen Luftballons kümmern zu können. So, ja, vielleicht muss man auch nicht alles entfernen, aber einen Großteil. So, wow. Also ich muss sagen, meine Schusskraft ist auch sehr, sehr schnell geworden. Liegt aber auch an den ganzen Upgrades. Alles wird mit gelber Farbe besprüht. Ein Snack-Coupon. Hol ihn dir am Lobby-Terminal ab. Ein Snack-Coupon? Okay. Dann können wir vielleicht snacken. Nee, Spaß beiseite. Wo muss ich denn hin? Eigentlich zur nächsten Mission. Ich könnte sogar bereits, glaube ich, mit den Fischeiern, die ich habe, über 4000, wie man unschwer erkennen kann, den Sektor schon verlassen und den nächsten Sektor betreten. Aber wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Also gut Ding will Weile haben. Ich will das schon in Ruhe erforschen. Ich muss ja jetzt nicht jedes kleine Detail entfernen. Aber zumindest ein Großteil. So, wie komme ich denn da runter eigentlich? Da ist ja auch nochmal Matsch. Matschepampe. Hier war der Endboss, die Moräne. Aber die haben wir ja besiegt. Muri die Moräne. Moränen im Gesicht. So lautete, glaube ich, der Titel des Bosskampfs. Oder sogar der Boss an sich? Nee, glaube ich nicht. Hier, minus 400. Was ist das denn für eine Stelle? Gibt es da was Besonderes? Ja, tatsächlich. Und da haben wir... Ah, eine Karte. Da schaue ich gerne mal rein. Die von mir gebaute Lobby hat keinerlei Features. Sie ist das Feature. Wenn die Kunden hier nicht die besten Revierkämpfe ihres Lebens erleben, dann fresse ich meine große Schere. Ohne Remoulade beim Klabauter. Winker Krapp, Präsident und CEO. Winker Krapp. Okay, wer auch immer Winker Krapp sein soll, gibt es den vielleicht in Splatoon 1 oder 2? Ihr wisst ja. Die ersten zwei Teile habe ich nicht gespielt. Für mich ist dieser Teil, dieses Spiel, das erste Splatoon. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir ziemlich gut. Was haben wir denn hier Schönes? Ah ja, Verbindungsstücke, oder? Ja, natürlich. Wo führen diese denn hin? Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber kann es sein, dass wir hier schon alle Aufgaben gelöst haben in diesem Sektor? Also, wenn das so ist... Dann werden wir auf jeden Fall den Sektor wechseln.
So, jetzt gibt's hier nochmal was. Heißt natürlich nicht, dass wir bereits alles entfernt haben. Es gibt hier immer noch ganz viel Fell und Gruscht, würde man sagen. Aber ja, trotzdem. So, da waren nur Fischeier, aber trotzdem danke, mein Lieber. Salmini, komm! Komm zu mir! Wir reisen weiter! Weiter, weiter, weiter! Wir reisen weiter! Oh yeah, oh yeah! Wir reisen nun zu der geheimnisvollen Röhre! Okay, das war schief. So, da vorne sind wir richtig. Schönen guten Tag, dreht am Ventil und lasst uns rein. Achso, das klappt einfach nur nach oben. So, los geht's. So, dann schauen wir mal, was uns auf der anderen Seite erwartet. Ich hoffe nur, dass es Opa gut geht, wo immer er auch gerade steckt. Vorsicht, hier ist es rutschig. Oh, wir sind in der Eiswelt. Der Schnee ist nicht echt und Signal von Opa empfange ich hier auch keins. Hier ist gar nichts cool. Wir sollten uns trotzdem einmal umsehen. Geh voran, Nummer 3. Aber pass auf, wo du hintrittst. Mache ich, keine Sorge. Also, das ist die Eiswelt. Ich glaube, man kann sie nicht vergleichen mit einer Eiswelt aus Super Mario. Oder? Nee, bestimmt nicht. Aber interessant ist es allemal. Ah, da hinten. Das sind noch 2 Röhren. 2? Ah, ich kann zwischen den Sektoren auch tauschen oder wechseln. Wobei, nee, Quatsch. Da kann ich zwischen Sektor 3, nee, Quatsch, in 3 bin ich gerade. Zwischen Sektor 4 und 5 wechseln. Das kenne ich vom Ladescreen, vom Ladebildschirm. Den kennt ihr in dieser Videoserie nicht, denn den schneide ich für euch immer raus. Sonst würden wir ewig warten, bis wir von hier in die Mission kommen. In dieser Mission werden entspannende Outdoor-Aktivitäten simuliert. Erreiche den Gipfel. Okay, dann nehme ich doch einfach mal die Hydrantbombe oder was es auch ist. Schaut mal. Ja, sowas hatten wir, glaube ich, schon mal. Und deswegen bin ich gespannt, wie gut ich damit umgehen kann. Also richtig agil bin ich nicht, oder? Irgendwie laufe ich, zumindest wenn ich meine Waffe auflade, nicht mehr so schnell. Aber funktioniert ziemlich gut. Also gefällt mir. So, Achtung. Was, ich soll die... Achso, ich soll die Gegner ausschalten. Ja, das hatte ich sowieso vor. Bom, 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 bom. Macht mal Platz hier, Freunde. Jetzt komme ich. Autsch. Ey. Also deine rosa Farbe möchte ich nicht. Wobei das ja schon fast lila ist. Nee, sagen wir pink. Pink trifft es am besten. So, bom, 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 bom. Haha, jetzt müsst ihr erstmal zur Reinigung, denn die Farbe kriegt ihr mit einer normalen Waschmaschine nicht raus. Und die Reinigung, die hat da so ihre Mittel, bestimmt, denke ich. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie bei einer Reinigung, muss ich zugeben. Also ich wasche meine Wäsche selbst. Die Waschmaschine macht sie natürlich, aber ja. Zack! Und dann dauert das auch immer 4 Stunden. Ja, im Eco-Programm, ja, um Strom und Wasser zu sparen. Ja, dauert dann eben doppelt so lange. Aber gut, ist halt so. Ist okay. Oh, boom, nach oben. Wunderbar. Und da haben wir 2 weitere Gegner. Der eine oben, der passt nicht auf. Ja, gezielt habe ich jetzt aber auch nicht so gut. Och nee. Was passiert hier gerade? Vielleicht sollte ich mich ein bisschen mal anstrengen, oder? Okay. Jetzt da oben, da oben, da oben. Ich treffe den einfach nicht. Also ich habe nicht so eine große Reichweite. Vielleicht sollten wir ihn einfach mal besuchen kommen. Direkt besuchen oder von hier aus. Einfach nach oben schießen. Ja, irgendwas hat er getroffen. So, hier noch 1, 2 Kleckschen. Und dann geht der Abschied hier für uns weiter. Kudubui! Checkpoint. Nummer 1. Nummer 2. Oh, wirf den Tintenschauer dahin, wo es Tinte regnen soll. Ja, am besten direkt da mitten rein, oder? Das sind so viele Gegner. Hier, bitteschön. Hat das funktioniert? Es regnet. Aber es regnet nicht ganz so, wie ich mir das erhofft hatte. Wobei doch, 2 sind K.O. gegangen. 2 müssen jetzt zur Reinigung gehen. Uiuiui, die schießen die ganze Zeit.
Okay, ich muss mal kurz warten und hier vorsichtig durch meine eigene Tinte hindurch. Nummer 1, Nummer 2. Jetzt noch die zwei da drüben. Ah, die sind zu weit weg. Okay, ich muss da vielleicht hoch. Und dann aber schnell sein. Schnell sein. Boah, ich war zu langsam. Ich war zu langsam und kann nicht zielen. Ah, ich glaube, die Bewegungssteuerung muss doch bald aktiviert werden. Die Missionen werden immer kniffliger. Und es lohnt sich immer mehr, gezielt schießen zu können. Statt immer dieses Hin und Her. So. Und nach oben. Zack. Also, die Bewegungssteuerung ist am Anfang auch etwas gewöhnungsbedürftig. Allerdings muss ich sagen, mit der Zeit, ja, Übungssache, oder? Wie mit allem im Leben. Wenn man etwas nicht kann, muss man es üben. Egal, was es ist. Und man muss dranbleiben, ja? Nicht verzagen. Und mit der Zeit, dann, ja, hat man den Bogen raus und kann dann zum Beispiel jetzt im Fall von Splatoon auch die Bewegungssteuerung super beherrschen. So, da oben wartet einer. Der macht mir keine Angst, aber da hinten sind auch noch welche. Na gut, dann kriegt ihr alle was von mir ab. Bitteschön, eine kleine Farbbombe. Oh, hier geht die Post ab. Woher kommt ihr denn jetzt alle? Ihr wollt alle ein kleines Extra-Geschenk von mir, ja? Ich sehe schon, gerne. Bitteschön, bitteschön. Und du kriegst auch noch was. Okay, wir haben es geschafft. Dann haben wir da noch eine Kiste. In dieser befindet sich... Ah, Schwarmraketen. Hätte ich das früher gewusst. Die habe ich mir jetzt natürlich relativ spät geholt. Okay, dann ist der jetzt auch platt. Cool. Hatten wir jemals diese Schwarmraketen hier im Spiel? Ich glaube nicht. Hier sind bestimmt nochmal Fischeier. Cool. Cool, cool, cool. Ich weiß, ich sag die ganze Zeit cool, aber ich find's eben cool. Und zack, Mission abgeschlossen. Aufstiegskampf. Kontere das Gegnerfeuer und erreiche das Ziel. Hat funktioniert. Die erste große Mission hier auf dem, ja, Eisplaneten. Zumindest auf der mit Eis bezogenen Welt. So, Punkt. Punkt, ja. Einigen wir uns darauf. Was haben wir denn da vorne? Da ist... Ja, okay. 100. 100 Fischeier haben wir da gefunden. Das ist aber sehr, sehr gütig. Und dann würde ich aber gerne in das nächste Level... Oh, da vorne, da vorne. Da bin ich ja schon gespannt, was uns dort erwarten wird. Mach den Milchkanister auf. Wir wollen rein. Rein in die gute Stube. In dieser Mission musst du unterwegs jedes Ziel zerstören und den Parcours bewältigen. Mit der Curling-Bombe. Okay, ich bin gespannt. Ich habe nämlich jetzt keine normale Waffe, sondern nur die Curling-Bombe. Und kaboom. Hat funktioniert. Ich glaube, das wird keine so schwierige Mission sein, oder? Okay, Curling-Bombe ZL gedrückt halten. Ja, das ist mir schon bewusst. Dann dürfen wir hier stehen. Oh, Drahtseilakt. Ja, kein Problem. Kriege ich auch eigentlich auch hin. Wenn man sich richtig hinstellt, dass man gerade wirft, was man ja eigentlich immer tut, aber es geht um die Perspektive, wie man steht, dann ist es kein Problem. Und das ist eigentlich auch nicht schwer, denn das funktioniert über die Bande. Wie im Billard. Zack, kaputt gemacht, wir können weiter. Nächster Abschnitt, Checkpoint. Ja, auch hier ist Timing gefragt. Ja, wird ein bisschen knifflig. Aber ich möchte es auf jeden Fall versuchen. Oh nein! Ja, na gut. Auf ein neues. Und kurz aufladen. Sobald die Gitter durch sind. Jetzt! Ja, 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 ich bin durchgekommen! Es hat funktioniert. Du hast es drauf! Ach, Nummer 1, ich habe nur Glück. Das war richtig viel Glück. Was haben wir denn hier? Ah. Auch hier ist es wichtig, im richtigen Moment zu drücken, denn... Oh, das war doch zu spät. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann vielleicht jetzt. Und explodier, explodier. Oh! Ja, zwei fehlen mir leider. Nicht ganz die Mitte erwischt. Und jetzt, 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 jetzt. Nein! Ich muss noch früher werfen.
So, und am besten jetzt schon. Oder war das zu früh? Nee. Ja, na, eins fehlt noch. Heiliges Kanonenrohr, mach mir doch keinen Strich durch die Rechnung. Machen wir weiter. Du sagst es, die nächste Aufgabe wartet schon auf uns. Letzter Checkpoint. Okay, einmal geradeaus. Hat's funktioniert? Ja, es hat funktioniert. Das heißt, bis auf diese eine Aufgabe habe ich die Aufgaben zum Glück immer perfekt lösen können. Mission abgeschlossen. Nur für harte Kerle. Nur für harte Kerle. Nur für harte Kerle. Schönes Wortspiel. Sehr, sehr cool gemacht. Und 1500 Fischeier. Cool. Aber wie wird es weitergehen? Tippt auf dieses Video, um was anderes richtig Cooles und Lustiges zu sehen. Bleibt katztastisch.